Also moin moin, fühle ich mich ja schon sehr zu Hause, das ist schön. Ja, wir haben im Vorfeld irgendwie mal mit den Kids oder den Kieler Linux-Tag-Leuten irgendwie telefoniert und gemailt, was wir denn hier für Vorträge haben. Und ein Wunsch, der von hier kam, war, dass wir unseren RIA-Vortrag mal wieder ausbuddeln. Das ist eigentlich was, das haben wir vor, ein Projekt, das haben wir vor 3, 4, 5 Jahren mal gemacht, aber eigentlich ist es nach wie vor aktuell und ganz interessant. Und ich würde Ihnen ganz gerne zum einen mal zeigen, was RIA eigentlich kann, Stichwort Backup und Disaster Recovery. Und zum anderen haben wir damals für einen großen Kunden mit RIA ein paar lustige Sachen angestellt, die vielleicht auch für den einen oder anderen ganz interessant sind, sodass wir hier mal zwei Themen ein bisschen miteinander mischen. Ja, das funktioniert ja nicht. Für die, die uns nicht kennen, Heinlein Support oder früher hieß das mal Heinlein Professional Linux Support, damit man besser im Messekatalog abgebildet wird, das war der Grund. Das haben wir jetzt mal gestrichen. Wir sind momentan 15, stimmt gar nicht, damals waren 15, 25 Leute, knapp 25 Leute in Berlin, beziehungsweise arbeiten im deutschsprachigen Raum. Wir machen halt klassisches Projektgeschäft, Consulting, wir haben die Linux Akademie, die einige kennen, und einen Hostingbetrieb, wo wir das eben auch selber ausprobieren, was wir machen oder was wir den Leuten im Consulting erzählen. Ich selber bin natürlich irgendwie Linux-mäßig verbrannt, weil seit Anfang der 90er nur mit Linux unterwegs. Die 17 stimmt auch nicht mehr. Wir feiern eigentlich gerade Jubiläum, 20 Jahre. Und als solches bin ich natürlich auch ein bisschen Linux verblendet, aber das sind, glaube ich, alle Leute, die hier sind, sodass man sich im Gegensatz zur Cebit hier dafür nicht entschuldigen muss. Ja, schauen wir uns mal an. RIA, Relax and Recover. Das ist natürlich ein anspruchsvoller Titel. Ja, man hat ein Desaster im Rechenzentrum und soll sich mit einem gepflegten Cocktail irgendwie zurücklehnen und entspannen. Aber das ist tatsächlich das, was dahinter steckt. Lass doch die Computer die Arbeit machen. RIA bietet echtes Disaster Recovery. Da müssen wir gleich nochmal ein paar Worte dazu verlieren, was denn der Unterschied zwischen Disaster Recovery und Backup ist. Es gibt natürlich 1000 Hersteller von Backup-Software. Die SAP ist zum Beispiel unten mit ihrem Sesam. Oder es gibt 1000 Millionen Windows-Linux-Lösungen, die Backups machen. Aber die Frage, ob sie auch Disaster Recovery bieten, das ist dann immer nochmal ein ganz anderes Thema. Und da schwächeln und kränkeln halt gleich die meisten. Schauen wir gleich nochmal. RIA kann nämlich einen Linux-Server, der abgeraucht ist, vollständig wiederherstellen, und zwar vollautomatisiert, wenn es sein muss, und vor allem eben auch bare metal. Also ich kann im Prinzip den gelieferten Server, so wie er ist, aus der Plastikfolie rausnehmen, ins Rack reinlegen, Netzwerkkabel reinstecken, einschalten und dann tatsächlich Kaffee trinken gehen. Das ist halt, wenn es um einen Rechner geht, nicht so dramatisch. Wenn man irgendwie einen größeren Brandfall oder Gebäudeeinsturz oder Wasserschaden sonst was hat und man muss irgendwie 500 Server recovern, dann ist es schon ein Unterschied, ob ich pro Maschine sie nur einschalten muss oder ob ich jedes Mal eine halbe Stunde davor mit der Rettungs-CD, mit dem Bootmanager und da irgendwie per Hand rumvorwerken muss. Das Schöne an RIA ist, das ist komplett in Bash geschrieben. Ja, das kommt auch mir sehr zugute. Ich kann in dem Sinne eigentlich gar nicht programmieren, beziehungsweise für mich ist Bash durchaus eine Programmiersprache. Ja, da lachen echte Programmierer natürlich drüber. Aber das Charmante ist, es ist im Prinzip von jedem nachzulesen, zu verstehen, zu erweitern, zu patchen, anzupassen. Also wenn Sie irgendwas da drin machen wollen, Sie werden damit irgendwie klarkommen. Auch wenn ich ein bisschen warnen muss, dass es durchaus anspruchsvoll in Bash programmiert ist. Also das zeigt durchaus, was man mit einer Bash alles machen kann. Das Schöne daran ist, es läuft damit aber auch prinzipiell auf jeder Plattform. Es hat keine Abhängigkeiten, weil eine Bash ist irgendwie da. Und dann benutzt es ein paar GNU-Tools, die üblicherweise immer da sind. Und dann haben wir das Ganze auch schon zusammengesammelt. Ja, und das Ganze unterliegt der GPL, war ein SourceForge-Projekt, liegt jetzt gerade auf GitHub und kann im Prinzip von jedem eingesetzt werden. Es gibt Debian und SUSE-Pakete, kann man also ganz einfach mit dem Zipper in RIA installieren und dann hat man das Ganze, sodass das kein größeres Problem ist. Das ist ursprünglich mal, vor allem hier in Deutschland, von dem Shlomo Shapiro entwickelt worden. Der war mal ein Linux-Consultant in Berlin, mittlerweile arbeitet er als Stratege bei der ImmoScout. Und das ist damals in Consulting-Projekten bei ihm entstanden. Das heißt, das ganze System ist so entstanden, immer gab es wieder einen Kunden, der ein neues Feature haben wollte. Der hat die Projekttage dafür bezahlt. Dann hatte RIA wieder eine Sache mehr auf dem Zettel und alle hatten was davon. Gucken wir uns nach am Ende nochmal an. Also, RIA macht Folgendes. Wenn ich das erstmal auf einem laufenden System installiere, heißt das ja eigentlich nur, dass die ganzen Shell-Skripte in den RIA-Pfad kopiert werden. Viel mehr installieren ist das nicht. Also ein Copy reicht, um es zu installieren. Steckt ja nichts dahinter. Er baut dann auf dem System, auf dem es installiert ist, ein Rettungssystem zusammen. Das ist ganz wichtig. Es bringt kein fertiges Rettungssystem mit, also ein Boot-Image oder sowas, sondern es baut aus dem vorgefundenen Kernel mit den vorgefundenen Abhängigkeiten und Besonderheiten ein Rettungssystem wieder zusammen. Das heißt, das ist ein 1:1 Abbild, auch wenn es nur 20 Megabyte groß ist, von dem laufenden System. Das heißt, es wird auf dieser Hardware definitiv wieder booten, selbst wenn es exotische Hardware ist, mit angepassten Kerneln, nachgepatchten Netzwerkkarten oder. Es wird daraus extrahiert sozusagen und damit weiß ich auch
es wird wieder booten. Das war vielleicht vor 10 Jahren ein bisschen relevanter als heute, weil meistens klappt das dann schon. Aber wenn man da irgendwelche besonderen Sachen hat oder im Industriebereich besondere Anforderungen hat, weiß man, dass es wieder funktionieren wird. Ja, was lief, wird wieder laufen. Das ist halt so ein Problem. Ne? Ich kann natürlich, wenn ich die Rettungs-CD nicht zum Booten kriege auf dem Zeug, dann sorgt das halt für nachhaltig schlechte Laune für den weiteren Recovery-Vorgang sonst. Ja. Dieses Rettungssystem ist relativ schlank, da mache ich halt ein Pixie draus oder ich kann das tatsächlich von CD oder USB-Stick einfach booten. Pixie hat halt einfach den netten Vorteil, ich kann die Systeme halt wirklich einschalten und wenn ich dann einen PXE-Server habe, kriegen die das zugewiesen, booten automatisch aus dem Netz und ich kann tatsächlich irgendwie 300 Server simultan davon bedienen lassen und überall dieses RIA-Rettungs-Image starten. Damit kann ich das unter Umständen auch voll automatisieren. Ich kann ja durchaus auch dieses Rettungsimage, es ist ja nur Shell, auch so umprogrammieren, dass es nach seinem Start automatisch beginnt, wieder zu recovern und wenn es fertig ist, automatisch den Reboot zum Beispiel wieder auszulösen, sodass dann anschließend das fertige System wieder hochkommt. Ich kann da eben sehr leicht eingreifen und auch entscheiden, muss es noch Kommandos von mir geben, damit nichts schief geht, oder will ich tatsächlich, dass er automatisiert das ganze Zeug einfach ausrollt und ja, so schnell damit auch durchläuft, wie es nur irgendwie geht. In diesem Rettungssystem selber ist dann jetzt die Backup-Software mit drin. Die wird einfach nach User, Bin und so weiter mit reinkopiert. Das heißt, das muss man natürlich am Anfang einmal ausprobieren. Ja? Daraus lesen wir schon so ein bisschen, dass RIA selber mit dem Backup-Prozess eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern dass Recovery eigentlich für sich auf die Fahnen geschrieben hat. Ja, und ich dann irgendeine kommerzielle, freie oder wie auch immer geartete Backup-Software da noch mit integrieren kann, die sich dann darum kümmern muss, die Daten auch tatsächlich wieder zurückzuspielen. Klären wir mal ganz kurz, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Backup und Disaster Recovery? Viele, auch große Kunden, verwechseln das ganz gerne. Die sagen ja immer, ja, ich habe ein Backup. Dann sage ich, ja, das ist jetzt aber unternehmenskritisch und kostet euch viel Geld, wenn das wirklich mal 12 Stunden weg ist. Das ist kein Disaster Recovery, was ihr habt. Dann heißt es immer so, ja, wollten wir immer mal, müsste man mal, hat aber irgendwie nicht und Das Problem ist halt, Backup, das sind Daten, die halt irgendwo lagern, damit ich sie wieder herkriege. Das ist klar, das ist schön, ja, mein Kundenbestand oder was auch immer, alles, was ich mal als Softwarefirma selber erstellt und programmiert habe und. Wenn das verloren ist, ist die Firma ruiniert, ist klar. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich das im Sinne der Verfügbarkeit auch auf absehbare Zeit schnell genug wieder auf die Systeme zurückkriege, um den Webshop, den ich betreibe oder meine Kunden, die ich beliefern muss, auch wieder verfügbar zu haben, um eben den Firmenausfall sozusagen zu überbrücken. Disaster Recovery ist jetzt wiederum alles, was nötig ist zu tun, bis das System wieder up and running ist. Also das Zurückspielen des Backups ist ein kleiner Teil eines Disaster Recoveries. Da gehört ja auch dazu, dass ich eben ein Festplatten-RAID vielleicht erst noch einrichten muss, ne? Wenn ein Hardware-RAID-Controller drin ist und da ist nichts eingerichtet. Ja? Das muss natürlich auch gemacht werden, das muss verkabelt werden. Gut, das kann RIA als solches nicht lösen, aber bei virtuellen Maschinen kann man da natürlich auch viel automatisieren. Da sind natürlich eine ganze Menge Arbeitsschritte zu tun, die der Administrator normalerweise zu tun hat und was dann in der Skalierung bei vielen Dutzend Systemen halt sehr wertvolle Zeit kostet oder tatsächlich auch viele Fehler produziert, denn wer weiß schon genau, wie das RAID-Set damals genau aufgebaut war. Das hatte ich vor 3 Jahren, wir haben eine halbe Stunde lang gesucht und bis ich dem Kunden gesagt habe, das stimmt nicht, was du mir erzählst, der hat mir aber erzählt, das ist ein RAID 10 über irgendwie alle 6 Platten. Also den ist der Controller abgeraucht und alles war total mystisch, aber irgendwie gab es noch halb funktionierende Festplatten, aber keiner wusste mehr was, bis wir dann wirklich aus den Daten, die wir so zusammengekraucht haben und den verschiedenen IDs zum Schluss gekommen sind, nee, das war ein RAID 5. Und er hat davor 3 Tage lang versucht, irgendwie dieses RAID 10 wieder zu beleben, was es nie gegeben hat und darum konnte es auch nicht funktionieren. Das ist natürlich eine Frage von Dokumentation, ja? Aber das zeigt auch einfach, dass die einfach 3 Tage lang da wirklich rumgekrebst haben, obwohl es ein total trivialer, banaler Fehler natürlich war, aber man muss es halt wissen. Ja, das kann RIA eben alles erledigen. Ja? Wir können Software-RAIDs wieder einrichten. Das kann so gut wie kein kommerzielles Tool ein Linux-Software-RAID darunter wieder initialisieren, einrichten. Wir können die üblichen Hardware-RAIDs von einem HP und sonst was wieder einrichten. Also wir können die programmieren und ansprechen, weil wir einfach die Hardware, die Controller-Binaries einfach dann über RIA ja ansprechen können und automatisiert eben initialisieren lassen können. RIA kann die Dateisysteme anlegen, das heißt eben auch RIA kommt eh aus der Bash, aus dem Linux-Umfeld. Wir können auch mit exotischen Dateisystemen umgehen, die da sonst irgendwo rumkreuchen und fleuchen, während so manch Klassiker halt X2, X3 kann und danach hört es dann vielleicht auf. Wir benutzen einfach das, was der Linux-Kernel macht und damit können wir quasi alles. RIA kann alles einspielen, kann beliebige Skripte anschließend ausführen, kann die Netzwerkkarten konfigurieren und so weiter und so fort, kann natürlich den Bootmanager wiederherstellen, ne? Lilo, Grub oder auch Grub 2, was es so alles gibt und kann dann, wenn jetzt quasi das Grundbetriebssystem oder die Grundhardware wieder initialisiert ist, dann natürlich alle Daten aus dem Backup zurückspielen,
Das wiederum ist dann, wie gesagt, nicht Aufgabe von RIA, sondern von der Backup-Software, die jetzt ein gemachtes Nest präsentiert kriegt und halt einfach die Binärdaten einfach auf die Platte schreiben muss. Ja, und anschließend mit der Bootmanager nochmal aktualisiert und das war's dann. Ja, in den meisten Fällen halt haben die Unternehmen ein Backup, das sehen wir immer wieder. Irgendwo liegt es auf der Tape Library, aber dann, wenn man schon überlegt, wie lange brauche ich, um diese Datenmengen zurückzuschreiben, sind das natürlich viele Stunden, das kann man wenig beschleunigen, wird aber oft nicht richtig drüber nachgedacht, ob das überhaupt schnell genug ist. Aber das fängt in den meisten Fällen dann schon an, das ist ein Backup. Ich sehe da häufig noch eine OpenSUSE Version 8.2 irgendwie am werkeln und dann allein schon die Frage, habt ihr noch ein Installationsmedium dafür? Ja, wird häufig dann schon mit Lachen quittiert und wenn man dann fragt, ob dieses Installationsmedium dann auch noch funktioniert, also sprich unzerkratzt ist, also es wird ja seit 5 Jahren unter der Kaffeetasse benutzt, wir kennen das ja, da leidet die CD dann etwas, da scheitert es meistens dann schon dran. Und aus dem Netz kann man es häufig dann auch nicht mehr so richtig runterladen, die alten Teile. Und dann habe ich die Situation, dass ich zwar ein Backup habe von einem Samba-Server mit allen Nutzdaten von Anno Dunnemal, aber ich kriege in Wirklichkeit als größtes Problem das Betriebssystem gar nicht mehr auf die Platte. Ja? Und was dann ja in den meisten Fällen irgendwie funktioniert, also abgesehen von der Doku, dass ich gar nicht mehr weiß, wie es partitioniert war und so weiter und so fort, das kommt da noch dazu, ne? Was war ein Mountpoint und vor allem, wie groß war der eigentlich nochmal genau? Ja? Und was in den meisten Fällen dann eben passiert ist, dass das bei dieser Gelegenheit dann aus der Not heraus sowieso das große Major-Versions-Upgrade wird, vor das man sich 4 Jahre lang gedrückt hat. Ja? Also etwas, was man normalerweise ein halbes Jahr lang mit Teststellung, Ausprobieren, Migrationsplan, Wochenendarbeit, Ankündigung und so weiter vorbereitet, wir müssen auf die neueste Version, macht man dann mal schnell am Nachmittag. Wobei man auch sagen muss, ist ja gar nicht so schlecht. Ja, meistens klappt es auch ganz gut, so mehr oder weniger. Ja, aber anschließend hat man eine neue Version. Aber man stellt halt fest, dass die alte Konfigurationsdatei in der neuen Softwareversion dann so ohne Anpassung natürlich nicht mehr funktioniert. Dann geht die Googelei los, weil die Konfiguration angepasst und umgeschrieben werden muss und. Also es ist ja häufig dann doch nicht so trivial, alte Nutzdaten und alte Configs in einen Softwarestand einzuspielen, der einfach 5 Jahre lang neuer ist. Manchmal klappt es, Postfix, oft nicht. Ja? Und dann bin ich halt mit so einem System doch irgendwie 5, 12 oder 18 Stunden beschäftigt, bis es tatsächlich wieder läuft. Und wenn ich davon 3 Dutzend Systeme habe und die ganze Firma stillsteht, dann ist das schlichtweg eine Katastrophe. Also, RIA haben wir schon gesagt, der hält sich raus, der benutzt die vorhandenen Backup-Systeme, das heißt, der lässt auch, nachdem ich dieses Rettungssystem einmal am Anfang erstellt habe, dieses geklonte Rettungssystem, läuft halt einfach tatsächlich irgendwann nur noch System-Backup, nach dem ganz normalen Schema durch, wie diese Backup-Software das halt so macht. Da läuft eigentlich gar nicht unbedingt ein RIA, beziehungsweise ich kann halt RIA über Kommandozeile anweisen, diese Backup-Programme halt zu starten. Der kennt die üblichen Verdächtigen, kennt die Aufrufparameter und kann die halt ansteuern, dass der Client jetzt getriggert wird, mal bitte eine Kopie der Platte irgendwie in der Tape Library abzulegen und zu sichern und einzuspielen. Ja? Ganz einfach, weil auch diese Backup-Systeme eben sich wesentlich besser damit auskennen. Also RIA tut sich jetzt nicht an, hier irgendwie einen SQL-Dump-Konsistenz zu snapshotten und zu ziehen oder was es da an proprietären Daten gibt, während sowas wie SAP Sesam da ja für jede Applikation individuelle Plugins hat, die mit dem Datenbestand der Applikation sinnvoll umgehen können und so. Da hält RIA sich halt wirklich tatsächlich einfach raus. Dafür macht RIA den Rest und das ist eben nicht unwichtiger. Das ist so eine kleine Mischung, habe ich mitgebracht, zu den üblichen Verdächtigen, die RIA an der Stelle dort unterstützt. Prinzipiell kann man auch alle anderen einbinden. Zur Not muss man halt einprogrammieren, welche Aufrufparameter die brauchen. Dann ist das ja auch recht einfach. Was tatsächlich ganz lustig ist, das hier unten, ja, das mache ich ganz gerne, einfach ein TGZ auf ein NFS-Laufwerk schreiben. Ja. Da war Stomo früher immer sauer und sagt, Peer, das ist kein Backup, das ist auch, kann man jetzt sehen, wie man will. Es ist jetzt ein Backup für Arme. Ja. Aber es ist verdammt nochmal, gerade für kleine Unternehmen, ein einfachster und vor allem idiotensicherer funktionierender Weg. Ja? Geh in den Mediamarkt, kauf dir für 60 Euro eine 2-Tera-Platte, schraub dir in irgendein blödes Ding rein, mach eine NFS-Freigabe davon und lass deine 10 Büroserver, die du so hast, einfach jede Nacht ein TGZ darauf schreiben. Ja? Wenn ich das versionieren will, kann ich das mit Timestamps und Copies irgendwie auch noch machen. Ja? Aber dann habe ich einen NFS-Server mit den TGZs und wenn ich es mal brauche, dann boote ich einfach einen RIA, der holt sich den NFS-Mount und rollt das wieder aus. Also das ist quasi diese Minimal-Backup-Methode, die RIA kann, rufe TAR auf und lass den was ausrollen oder eben abziehen. Das unterstützt RIA als hauseigene Backup-Methode. Und komischerweise funktioniert das erstaunlich gut. Besser als nix. Ja, das ist soweit in aller Schnelle das, was RIA macht. Ich habe das nachher noch als kleine Demo irgendwie mitgebracht. Ja? Rettungssystem machen, Backup-Software damit integrieren, die muss täglich was abziehen und im Notfall kann RIA eben wieder booten und das Ganze wieder aufspielen.
salopp gesagt, ist das Ding mit dem NFS-Mount in 10 Minuten aufgesetzt. Und ganz böse gesagt, es gibt eigentlich keinen Grund, warum man es nicht hat. Ja, selbst manch große Unternehmen wären gut bedient, wenn sie einfach irgendwo mal die wichtigsten Sachen 2 Tage irgendwo hinschreiben würden. Wir haben auch nicht alles, muss ich mich dazu outen. Ja, was jetzt daraus mal entstanden ist, damit hatten wir relativ wenig zu tun. Das war als vorhandenes Projekt eigentlich so gegeben. Ja. Was jetzt daraus geworden ist, war dann mal eine Kundenanfrage, die etwas von uns wollten. Die haben gesagt, ja, das ist ja schön, RIA macht jetzt eine 100%ige Wiederherstellung und rollt die ganzen Daten aus, ist ja nett. Aber das ist der Unterschied, ich habe es gerade unten mit den SAP-Leuten ausdiskutiert, rolle ich auf derselben Hardware wieder aus, wo also User-IDs, MAC-Adressen, Treiber für die Netzwerkkarten und so weiter identisch sind. Ja, da muss ich nur binärmäßig die Daten irgendwie hinkopieren. Oder rolle ich auf der gleichen Hardware aus, dann habe ich noch Glück, weil eine Intel-Karte ist immer noch eine Intel-Karte, aber es ist natürlich ein neuer Server, weil neu gekauft, ja, oder eine neue Version, dann geht es wieder los, klar. Aber prinzipiell ist das sehr vergleichbar, ne? Dann habe ich aber auch neue MAC-Adressen und so weiter. Ne? Oder ist es vielleicht sogar tatsächlich etwas anderes, weil aus der Intel-Karte ist eine Broadcom geworden oder andersrum oder. Und wir hatten da eben die Anfrage, wir müssen Disaster recovern auf Systemen, die nicht identisch sind. Also noch nicht mal mehr gleich, sondern sogar nicht identisch sind. Das kann nämlich sogar ein virtualisiertes System sein. Der Kunde wollte nämlich umziehen. Die wollten gar nicht Disaster Recovery machen, die wollten P2V-Migration machen, also Physical to Virtual umziehen und das halt im großen Stil und brauchten ein Migrationstool. Ja? Oder wenn sie gesagt haben, im Notfall, ja, das waren früher mal Dell-Server, jetzt haben wir HP oder jetzt haben wir IBM, das muss also Cross-Plattform irgendwie funktionieren, dass wir da natürlich auch, wenn wir in 24 Stunden neue Systeme kaufen, im Zweifelsfall irgendwas kaufen können, Hauptsache es wird geliefert. Also Physical to Virtual oder auch Physical to Physical, die Migration. Ja. Was natürlich bei dem Kunden dahinter stand, das muss man heute kaum noch erklären, ist natürlich die Vorteile einer Virtualisierung, wobei man auch sagen muss, Virtualisierung hat auch durchaus Nachteile und ist nicht immer so billig, wie es tatsächlich aussieht. Ja. Wenn man die Lizenzen zusammenrechnet, kann man auch dafür Hardware und Strom kaufen. Aber gut, in den meisten Fällen ist das natürlich angesagt. Bloß, was wir auch heute noch als großen Showstopper bei der Virtualisierung haben, ist natürlich das gewachsene, vorhandene Zeug, was auf 300 Blechservernummer irgendwo rumsteht und keiner möchte irgendwie ernsthaft 5 Admin-Leute einstellen, die ein Jahr lang damit beschäftigt sind, alle gewachsenen Systeme auf virtualisierten Systemen neu zu machen. Das heißt, das wird dann irgendwo nach dem Prinzip Aussterben gehandhabt. Ja, irgendwann, wenn das System eh mal neu gemacht werden muss oder eben abgeschaltet wird und durch eine neue Software ersetzt wird, dann macht man es ja meinetwegen in der Virtualisierung. Das heißt, sowas zieht sich halt 5 bis 10 Jahre. Im Idealfall, ja, wie wir haben vorhin gesagt, es gibt heute noch OpenSUSE 8.0-Systeme oder 9.0-Systeme. Ja, sehen wir selten, aber mehrfach im Jahr. Und dann kann man sich ausrechnen, die werden nie in die Virtualisierung wandern. Ja. Und wegen der Personalkosten, einfach weil die Ersparnisse der Virtualisierung durch die Personalkosten der Migration locker wieder aufgefressen werden, wenn ich da qualifizierte Leute ransetze. Oder weil die Leute es einfach nicht schaffen, weil sie eh unterbesetzt sind. Das heißt natürlich auch, klar, die fehlende Virtualisierung verursacht Arbeit, weil das Blech pflegeintensiver ist und die fehlende Arbeitszeit, die ich als Admin habe, verhindert, dass ich Zeit finde, um das Ganze zu virtualisieren oder früher Feierabend zu machen. Da kann man natürlich sagen, und das hat der Kunde auch evaluiert in dem Fall, natürlich gibt es von den ganzen kommerziellen Virtualisierungsanbietern ja Import-Tools. Es gibt ja VMware-Konverter und so weiter und so fort. Ja, das ist ja genau dafür gedacht, dass das alles eingelesen wird. Aber erstens können die halt importieren, wobei die dann zum Beispiel schon mit Netzwerk-Bondings und Software-Rate meistens ihre Schwierigkeiten haben, weil roll mal im SAN jetzt ein Software-Rate aus, wenn das nicht so vorgesehen ist in der virtuellen Maschine und, beziehungsweise es ergibt halt einfach gar keinen Sinn. Ja. Beziehungsweise Netzwerk-Bondings auf virtuellen Netzwerkkarten, wenn ich das so gar nicht vorsehe und so, das muss mir als aufdröseln und auflösen, dann muss der Admin ja doch wieder per Hand dran, also so vollautomatisiert scheitern die dann ganz schnell, wenn es ein bisschen komplizierter wird oder andersrum, wenn es halt ein ganz normales Linux-System ist, an dem mal ein bisschen was gebaut worden ist. Und natürlich, klar, was ist, wenn ich aus dieser Virtualisierungslösung mal wieder raus will, also zum Beispiel von VMware zu Xen oder zu KVM, weil mir die Lizenzen so teuer wird, ich sage, KVM ist auch nett. Ja, und dann will ich V2V migrieren und das unterstützt natürlich kein Import-Tool des jeweiligen Herstellers, weil ein Export hat da natürlich per Definition nie jemand gedacht. Ja, das ist halt das, wo die halt nicht mit klarkommen. Das ist das, wo der Kunde auch sagte, das wollen wir aber. Wir wollen die unbedingte Flexibilität als Strategie, in 5 Jahren auch eine komplett neue Virtualisierungslösung haben zu können oder, wie man heute vielleicht sagen würde, in die Cloud zu gehen. Das wäre ja auch so ein Fall. Ja. Und darum haben die gesagt, eigentlich ist das, was wir wollen, doch das gleiche wie ein Disaster Recovery, bloß auf neuer Hardware oder virtueller Hardware. Und da gibt es doch schon was.
Also, Rear war Open Source, schönes GPL-Projekt, kann man so als Business Case daraus lernen, liebe IT-Strategen, CTOs und Entscheider. Ja. Die haben einfach das als Projektauftrag an uns gemacht, macht uns ein P2V, programmiert das Ganze halt nach. Das heißt, wir haben einfach in Fleißarbeit einprogrammiert, dass wir Bondings erkennen und auflösen, wenn das keinen Sinn mehr gibt, dass wir geänderte Netzwerkkartentreiber erkennen und umschreiben, dass wir MAC-Adressen migrieren, dass wir IP-Adressen migrieren können, falls die in dem neuen Netzwerksegment, wo ausgerollt wird, ne, ein anderes Subnetz eine Rolle spielt und. Dass ich natürlich Storage-Pfade ändern muss, wenn ich jetzt aus dem SAN komme, statt von DevSDA oder sowas komme, oder auch sehr schön, ne? HDA, alte IDE-Festplatten, erinnern Sie sich noch? Ne? Rollen Sie mal auf einem heutigen System das Ding aus, wenn das nur mit IDE-Platten groß geworden ist und das erstens heutige Kernel gar nicht mehr als HDA bilden und B, Sie sowieso nur noch SATA und SAS kriegen. Ja? Und dann sitzen die Admins schon vorm Bootloader und sind gezwungen, die Bootloader-Config umzuschreiben. Ist nicht so schwierig, wenn man weiß, wie es geht. Aber wenn man damit gerade keinen Nerv hat, weil alles down ist, sorgt das nicht für gute Laune. Ja, das heißt, RIA modifiziert das Ganze jetzt eben und repariert im Prinzip das, was die Backup-Software zurückgespielt hat. Die Daten im Backup sind natürlich noch falsch oder nach dem alten Stand. RIA kopiert die auf die Platte und geht anschließend in die ganzen Datenverzeichnisse rein und ETC-Verzeichnisse rein und patcht halt alles hinterher. Bis hin zu, dass wir natürlich auch eine Init-RD, also die Initial RAM Disk, neu bauen müssen mit den neuen Kernel-Modulen und Treibern. Das sind halt dann doch ganz viele Stellen, wo man halt wirklich reparieren muss. Das heißt, RIA bootet jetzt im Prinzip auf beliebige Hardware, alles, was vom Linux-Kernel per se erstmal so unterstützt wird. Damit eben auch in virtuellen Systemen. Wir können in jede Richtung migrieren. Ja, suchen Sie jetzt die Matrix aus, was Sie brauchen. Und es kann eben automatisch laufen, sodass ich das wirklich auch benutzen kann, um 300, 500 oder 1000 Server mit einem Langzeitplan irgendwie umzuziehen über einen Zeitraum von 4, 6, 8 Wochen. Ja, da muss man sich dann ein bisschen überlegen. Man kann natürlich nicht 800 Systeme gleichzeitig ausrollen wollen. Ja, da macht das Netzwerk dann auch schlapp und kann man ja auch nicht. Aber wenn ich ein Cluster habe, kann ich jetzt gezielt Cluster-Nodes runterfahren, woanders wieder ausrollen, hochfahren und dadurch im laufenden Betrieb einfach rüberziehen nach einem definierten Schema F, ohne dass der Admin davor sitzt und immer Tastaturakrobatik machen muss. Das Interessante dabei jetzt aus Business-Sicht ist, der Auftraggeber hat kapiert, dass er mit Open Source gut fährt und hat vor allem insbesondere gesagt, das ist keine hauseigene Entwicklung für uns. Wir wollen, oder es ist Bedingung, dass das wieder upstream in RIA reingeht. Ist auch eigentlich für unser eins ganz logisch, würde ich jetzt mal sagen, hier im Raum, weil wenn wir das für ihn hausintern programmieren, dann wird er bei der nächsten Version in 1, 2, 3, 4 Jahren immer nachreparieren müssen, bis das ja dann wieder an die neuen RIA-Versionen und so weiter angepasst ist. Und wenn er das einfach als RIA Upstream committet, sodass das offizieller Bestandteil ist, dann ist RIA natürlich auch in der Verantwortung, mit jeder Änderung diesen ganzen Migrationscode jeweils mit anzupassen und mit zu schleifen. Sprich, es ist zukunftssicher einmal gemacht und er muss sich nie wieder drum kümmern. Das ist halt eine nachhaltige Investitionspolitik, wenn man so will, die nicht jeder immer so gleich sieht. Ja, die meisten Leute wollen irgendwie die Hand draufhalten, nach dem Motto, habe ich aber bezahlt, ja, kriegt kein anderer, sollen sie selber bezahlen. Aber im Endeffekt ist es doch viel besser, wenn es gepflegt wird. Aber das ist halt das allgemeine Prinzip. Ja, und das ist ja auch das Prinzip, wie RIA groß geworden ist. Jedes Feature, das es in RIA gibt, ist mal von einem Unternehmen beauftragt und bezahlt worden. Ja. Weil es immer hieß, RIA passt, aber diese eine Sache brauchen wir noch. Und dann kann man sagen, naja, es sind noch ein paar Manntage, kriegen wir schon hin. Also, es war in dem Fall wirklich ein Bruchteil von anderen Kosten, die entstanden wären. Ja, das gab das ganz klare Statement dann auch von dem Auftraggeber schon in der Projektphase am Anfang. RIA kann mehr als alle anderen Lösungen, die wir haben. Das ist das Tool, was wir brauchen. Und noch dazu die billigste und nachhaltigste Lösung. Das Schöne ist, der Code kann nie verloren gehen, selbst wenn unsere Firma pleite geht oder wir keinen Bock mehr haben oder wir verhaftet werden und auf die Malediven flüchten, weil wir genug verdient haben. Ja, der Code liegt auf SourceForge, der Code ist in den Distributionen da. Es gibt tausend andere Leute oder nicht tausend, Dutzend andere Leute, die da mit rumprogrammieren, das erweitern, die das auch fortführen könnten, wenn wir nicht mehr sind und. Im dümmsten Fall kann der Auftraggeber das in dem Fall sogar selber, da war ja nicht doof, der hatte bloß keine Zeit. Aber das ist Shellcode, da kann jeder ran und damit ist das natürlich auch ganz wichtige Unabhängigkeit vom Dienstleister. Ja, und so würde das Ganze dann jetzt in der Praxis aussehen. Da ich jetzt nicht meinen Laptop hier platt machen will, ja, Sie können jetzt sagen, ja, Feigling, man traut sich nicht. Nee, es würde natürlich auch eine gewisse Zeit dauern, ja, weil
Was RIA natürlich nicht abnehmen kann, ist das Zurückspielen von so und so viel Gigabyte oder Teradaten in kleinen Dateien dauert halt vielleicht einfach mal eine Stunde. Ja? Da kann RIA nichts machen. Der ruft den Backup-Prozess auf oder den TAR auf und sagt, pack mal aus. Ja? Da kann man nichts machen. Das habe ich jetzt hier in dem Film, den ich mitgebracht habe, auch abgekürzt. Also an der Stelle spult das Video vor. Wir können das einfach mal angucken. Es ist leider so ein bisschen verwaschen, weil das so ein MPEG-Stream ist. Anders konnte ich den Screen nicht aufzeichnen. Wir sehen halt hier oben, dass wir halt auf einem DL380-System oder 360-System sind. Da ist ein ganz normaler Linux-Kernel drauf, damals ein 2.6er. RIA kann auch sehr schön die Config so anzeigen, was er so erkennt. Er erkennt, dass das hier ein /10 ist mit den verschiedenen Sachen. Ich hoffe, Sie können das halbwegs erkennen. Macht also so eine kleine Analyse, was er da so hat. Was wir jetzt hier zum Beispiel sehen, ist unsere Konfiguration von RIA, wo wir das Ganze halt per NFS auf einen NFS-Server rausschreiben zu diesem System. Da packt er also einfach jetzt ein TGZ irgendwie hin. Wir haben eine Festplatte, da oben halt ein RAID mit den verschiedenen Partitionen und weil das ein Testsystem war, wir haben dort jetzt auch durchaus ganz viele verschiedene Dateisysteme angelegt. VFAT, X3, XFS, ReiseFS, also alles, was die Batterie immer so hergab. X4 gab es damals noch nicht. RIA hat ein paar Aufrufparameter, sowas wie, bau mir das Rettungssystem, mach jetzt mal den Backup-Prozess, mach mal ein Rescue und so weiter und so fort. Und was wir jetzt halt hier tun, RIA MK Backup, wir bauen das Rettungssystem. Das heißt, aus dem laufenden Linux-System heraus schreibt er jetzt eben dieses 18 bis 25 Megabyte große bootbare System raus, also kopiert den Kernel und wirklich nur die essentiell notwendigen Dateien, damit das irgendwann wieder booten kann. Und natürlich, falls vorhanden, die Backup-Software, die kopiert er da rein. Er zieht sich die Kernelmodule raus, die benötigt werden, kopiert das Ganze, das dauert jetzt ein paar Sekunden, und er legt die ganzen temporären Verzeichnisse und so weiter an, Dev-Files und so weiter und so fort, baut eine neue RAM-FS, Init-RD und packt das Ganze zusammen. Ja. Ja, das kopiert er jetzt übers Netzwerk oder per NFS auf den NFS-Server. Dort haben wir auch einen PXE-Server eingerichtet, der das dann nachher wieder rausgeben kann, wenn ein Client im Netzwerk sagt, ich würde gerne booten dürfen. Haben wir jetzt ein bisschen vorgespult. Gleichzeitig stößt er jetzt hier diesen TGZ-Prozess an. Sie sehen, das Tempo ist gestiegen. Ja, so gut ist mein Netzwerk leider nicht. Wir ziehen jetzt einfach diese ganzen 1, 2 Gigabyte oder was das waren von diesem Testsystem ab, packen ein riesengroßes TGZ, also sprich machen den Backup-Prozess. Später würde man nur noch diesen letzten Schritt einmal in der Nacht per Cronjob halt einfach machen. Schnitt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind jetzt in der VMware, also nicht mehr auf dem Blechsystem, nicht mehr auf dem DL-Server. Wir haben eine neue VM angelegt. Auch das kann man heutzutage über libvirt und so weiter ganz brauchbar virtualisieren. Den Schritt haben wir noch nicht gemacht. Sponsor gesucht. Wir booten jetzt also über PXE hier oben dieses RIA-Rettungssystem. Normalerweise würde er die lokale Platten booten, also ich muss in dem Fall als Admin angeben, bitte das Rettungssystem booten. Und jetzt stellt er halt zum Beispiel fest, dass eben die alte MAC-Adresse nicht mehr verfügbar ist, sagt, die habe ich gefunden, welches Interface möchtest du denn stattdessen haben? Klar, wir haben ja eine neue Netzwerkkonfiguration oder Hardwarekonfiguration. Wir loggen uns ein, wir sehen, das ist das Rettungssystem, was damals aus dem /10 herausgebaut worden ist. Und können uns jetzt hier einmal kurz umgucken. Da wir wussten, dass wir migrieren, haben wir bereits vorab ein paar Mapping-Dateien angelegt. Das heißt, es gibt hier kleine Dateien, wo drin steht, alte IP-Adresse war die, neue IP-Adresse ist die. Wir wollen ja durch die VM in ein neues Netzwerksegment umziehen. Wir haben Übersetzungstabellen, weil wir das jetzt vorhersehen konnten, was mal zur Ersetzung ansteht. Das ist jetzt eine geplante Migration und kein Desasterfall. Und können hier eine neue Netzwerkroute und so weiter setzen oder auch Festplatten-Devices ummappen. Da stand zum Beispiel schon drin, dass die alte Controller-Datei jetzt eine SDA sein soll. Das habe ich jetzt absichtlich mal gelöscht, einfach damit RIA keine Ahnung hat, was er vor sich findet, was er machen soll. Das heißt, er sagt, ich habe keine Anweisung, die Mapping-Datei ist nicht da. Ich habe aber eine SDA gefunden mit 82 Gig, soll ich die benutzen, die könnte passen. Das heißt, wir formatieren die jetzt, wir partitionieren die jetzt, wir formatieren sie und können das eben dann interaktiv auch wieder ausrollen. Für den Fall, dass man Disaster Recovery hat, den man halt nicht planen konnte. Ja, aber wenn es geplant ist, dann geht es automatisch ohne Rückfragen. Ja, wir legen das ganze Zeug an. Wir sehen, er hat das jetzt alles hier unter MNT eingebunden, was die ganzen Partitionen von vorhin waren mit den verschiedenen Dateisystemen. Jetzt spült er sein ganzes TGZ wieder zurück. Auch das haben wir natürlich jetzt einfach zeitlich ein bisschen vorgespult. Auch das dauert ein bisschen seine Zeit, klar.
Aber dadurch, dass wir jetzt einfach ja in der Shell unterwegs sind, können wir eben mit MKFS formatieren, was wir wollen. Alles, was der Kernel kann, das können wir auch. Oder was das Linux-System kann, können wir auch. Ja, er schreibt wieder in den Bootloader rein. Und wir booten dieses Rettungssystem jetzt neu. Ne? Noch sind wir ja in dem Pixie-Boot-System. Wir booten das System jetzt neu. Und wenn alles geklappt hat, müsste er jetzt eben von der Festplatte unser ursprüngliches System wieder hochkriegen. Da ist es, das lässt sehen. Jetzt würde man das System im dümmsten Fall natürlich noch aus dem PXE austragen, damit er nicht immer das Rettungssystem zugewiesen kriegt. Aber per Default würde er ja immer wieder auf die Platte zurückgreifen. Das heißt, selbst wenn, passiert nicht, dass das wieder später dann wieder überschrieben wird. Das war eigentlich auch schon alles. Und irgendwie dann im Prinzip auch genauso genial wie trivial. Es funktioniert halt einfach. Ach, Quatsch, da waren wir doch schon weiter. Jetzt fange ich wieder von vorne an und Sie merken es nachher nicht. Alle schlappen. Ja, das ist eigentlich das ganze Prozedere. Ja, und eine Backup-Software einzubinden erfordert dann halt ein bisschen kurzlesender Doku mit den ganzen Aufrufparametern. Ist aber auch nicht viel mehr Arbeit. Mittlerweile hat sich RIA in den letzten Jahren auch noch weiterentwickelt worden. RIA zum Beispiel kommt jetzt auch sehr gut mit USB-Sticks einfach klar. Klappt sehr schön, USB-Stick reinmachen, den von RIA einfach formatieren. Dann kopiert er das darauf und dann habe ich mein Rettungsboot-Medium mit allem drum und dran und habe einfach innerhalb von Sekunden hier alles auf meinem USB-Stick als Lechtkopie. Also liebe Studenten, die an die Diplomarbeiten ohne Backup sitzen, die sie 3 Tage vor der Abgabe dann verlieren werden, ja, es hätte mit einem handelsüblichen USB-Stick aus dem Mediamarkt verhindert werden können. Ja. Ich hatte das mal, das war irgendwie vor 1,5 Jahren in der Uni Hamburg, hier am schwarzen Brett so ein schöner Zettel, habe meinen USB-Stick mit meiner fast fertigen Diplomarbeit im Rechenzentrum liegen lassen, Finderlohn. Habe kein Backup. Also gut, man kann sich zur Not einfach mal rausmelden, auch das hat schon geholfen, ja, aber prinzipiell hätte man das verhindern können. Ne? Ich meine, wenn man sich so vorstellt, der studiert jetzt 1-2 Jahre länger, das ist schon relevant Geld, was das dann kostet, wenn man das nicht mal rechtzeitig abgegeben kriegt und man, ja, oder ganz schnell alle Freunde mobilisieren muss, um den letzten Ausdruck wieder abtippen zu müssen oder sowas fehlerfrei. Ja, das ist jetzt noch ganz interessant, hier sind ja auch Open Source, Unternehmer, Fanatiker und sonst was. Wir konnten uns als reines Consulting-Projekt dank GPL an einem fremden Projekt beteiligen, beziehungsweise das kam eben auch, das war mit Segen von den Projektmaintainern, also von Shlomo, dass wir das eben auch machen. Ist natürlich auch so für ein Unternehmen ganz interessant, weil eigentlich können, beweist es halt, man kann mit GPL-Software A Geld verdienen und B, der Kunde ist auch noch happy. Ja. Wir brauchen kein Know-how noch sonst was, es war einfach nur angewandtes Know-how und eben eine ordentlich durchgeführte Fleißarbeit, das Ganze eben zu machen, sodass eben auch durchaus viele kleine Mittelständler ohne die großen Software-Riesen sich relevante Geschäftsmodelle vielleicht aufbauen können. Mit dem, was wir gemacht haben, können andere jetzt auch Geld verdienen. Das steht ja wieder frei. Also mit dem, was da offen ist, kann man selber Erweiterungsprojekte machen, ne? Wie zum Beispiel eine größere Steuerung für das Ganze oder eben weitere Anwendungszwecke oder eben Backup-Sticks für den Außendienst oder sowas. Das Ganze zu automatisieren, das ist ja in den offiziellen Code wieder mit reingeflossen. Allen steht zur Verfügung. Und auch die können wieder Geld damit verdienen und die Auftraggeber sparen im Prinzip dann auch. Es ist nicht immer billiger, alles selber zu erfinden und selber zu machen, aber der Gag ist ja, hier muss man ja nur noch die 2-3% nachpatchen, die man braucht. Der ganze zugrunde liegende Stack funktioniert ja und ist ja da. Ja, wir haben da durchaus noch einiges viel vor. Also wer da Interesse hat, was zu machen, stehen wir da nach wie vor natürlich gerne zur Verfügung und so weiter. Und für alle Features brauchst du halt immer einen Sponsor, der sagt, das machen wir als Projekt und übernehmen das ganz einfach mal. Ja, jetzt war ich tatsächlich relativ schnell damit durch. So schnell bin ich sonst nicht. Das wäre jetzt aber die Gelegenheit dafür, dass Sie das Wort erheben für Fragen, Rückfragen, Klagen, Bestätigungen, was auch immer. Kann ich Sie da noch glücklich machen? Dann würde ich Ihnen nämlich noch ganz kurz das Mikrofon hier andrehen. Ist das an? Ja. Bitte schön. Für den. Wie ist es zu hören? Ja, für die Audioaufzeichnung. Gut. Wie kommt denn das RIA an neue Hardware-Treiber, wenn man auf einer neuen Plattform aufsetzt? Das RIA benutzt die Treiber, die in dem Kernel dabei waren. Also wo das Originalsystem /10 halt lief. Wenn ein /10 auf der Hardware nicht läuft,
kann RIA nichts machen. Ja? Will auch nichts machen, weil wenn einfach der Kernel 2.6 irgendwas damit nicht klarkommt, ja, was soll RIA dann machen? Neuen Kernel installieren oder so, das ist Admin-Sache. Ja? Oder da muss man halt wirklich auf eine neue Distribution halt wirklich gehen. Ja? Aber wenn es einfach eine geänderte Hardware ist, die von dem Ursprungssystem unterstützt worden ist, dann kann RIA das natürlich umschreiben, alles, was in den Kernel-Modulen halt mitgeliefert worden ist. Also Upgrades, sozusagen Versionsupgrades von der Software kann es eben genau nicht machen. Es kann aber nur die Hardware sozusagen wechseln. Das wäre schön, aber dann wären die Admins auch arbeitslos, wenn alle Upgrades vollautomatisiert wirklich immer so laufen. Sonst noch was, was ich Ihnen beantworten kann? Ja, dann... Da Sie gerade von SLES reden, ist mal SLES 10 nach SLES 11 getestet worden? Nee, ich kann ja keine Versionsupgrades machen. Es ist getestet worden, ein SLES 10 ist immer noch ein SLES 10. Ja. Ja, aber das Entscheidende ist halt, vielleicht eine Hardware von 2006 ist jetzt eine Hardware von 2010. Ja, wenn die natürlich damit nicht klarkommt, dann kann RIA nichts machen, also die Softwareinstallation. Ja. Also wenn ein uraltes Debian halt sagt, SAS oder SATA-Controller, was ist das? USB kenne ich nicht, das ist gar nicht so lange her, dann ist halt Feierabend. Das geht nicht. Noch was? Nö? Jo. Dann, wenn Sie möchten, Kontaktdaten, wenn irgendwie mal die Luft bei Ihnen brennt, wir haben eine 24/7-Hotline, die ist grundsätzlich rund um die Uhr besetzt, inklusive Weihnachten und Silvester, wird leider auch Weihnachten und Silvester in Anspruch genommen, kann ich sagen. Aber wie gesagt, wenn es brennt, sind wir da natürlich da. Ansonsten, das und viele andere Vorträge sind natürlich bei uns immer auf den Folien zum nochmal anhören oder auch zum Nachlesen für Config-Beispiele oder sonst was. Im Netz gibt es immer eine Rubrik Vorträge und da können Sie das dann auch nochmal finden oder sowas Ähnliches. Ansonsten, Kiel ist jetzt nicht so direkt der Vorort von Berlin, aber ist auch eine schöne Stadt, falls Sie mal umziehen wollen. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachmittag hier im Kitz. Und schönen Dank.